Willkommen zu unserer FNs 23 My Team Karriere mit Audi. Wir sind in Season 4 und es geht nach Katar. Erneut ein Sprintrennen und ich glaube auch, dass es heute sehr cool werden kann, denn die Strecke hat viele Kurven, wenig Geraden und ich glaube, das könnte wirklich unserem Audi sehr gut liegen. Nach dem letzten Rennen habe ich viel Hoffnung. Guck gerne oben rechts in der Playlist vorbei. 5,3 Kilometer, 16 Kurven, eine DRS-Zone. Aber die darf man nicht unterschätzen, denn die 1 Kilometer lange Geraden hat es auch in sich. Es geht bergab, man wird schneller und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das spaßig wird. Jetzt geht es aber mal rein hier ins Qualifying. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne freuen. Falls ihr auf Social Media vorbeischauen würdet, auf Insta, TikTok, alles wie unten verlinkt. Und jetzt geht's los, hier in die erste Kurve rein. Mein erster Versuch hat mich auf den zweiten Platz gebracht, sprich, es fehlt ein bisschen. Und das werden wir jetzt hoffentlich finden. Beim Rausbeschleunigen hier nur nicht zu weit drüber. Ich weiß, es ist ein Track Limits Fiasko auf dieser Strecke. Und los hier rein, da den ganzen, wirklich alles ausgenützt, den kompletten Curb und dann die erste härtere Bremszone. Aktuell sind wir noch im Plus, aber jetzt mit dem Exit konnte ich eine Zehntel finden und wird die reichen, um uns dann am Schluss wirklich auf die Pole zu hauen. Ich muss sagen, es wäre dennoch ein toller Startplatz, auch hier der zweite Platz, aber ich weiß ja auch, wenn ich unten links hingucke, dass jeder jetzt sich noch verbessert und dass wir auf jeden Fall noch ein paar Plätze runterfallen werden. Und da werden wir jetzt mal gucken. Purple im Mittelsektor war mir ehrlich gesagt auch klar, es ist der absolut beste Sektor. Man hat viele Kurven und wenig Fullspeed. Der letzte Sektor wird da eher mau werden. 3 Zehntel haben wir bereits im Delta. Wow, viel Schwung mitgenommen. 3 Zehntel aus der letzten Kurve jetzt noch mitnehmen. Exit traumhaft, ganz, ganz eng mit den Track Limits und über 4 Zehntel hier gefunden. Jetzt wird es mal interessant zu sehen, wo werden wir landen. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position und vom Platz daneben startet George Russell. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Leclerc, Perez, Sainz, Hamilton, Verstappen, Albon, Gasly, Ocon, Bottas, Oscar Piastri, Stroll, Theo Pourchaire, Drugovic, Doohan, Tsunoda, Sargent, Liam Lawson, Magnussen, Joe und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und da sind wir nun. Es hat gereicht für die Sprint-Pole-Position. Und jetzt sind wir im Sprint. Lights out und let's go. Wir starten vom Pole, kommen sehr, 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 sehr gut weg. Lassen da eigentlich alle eigentlich stehen. Und sind jetzt mit 3 Zehntel Rückstand, Vorsprung hier in Turn 1 reingegangen. Und das schaut natürlich gut aus. Ich weiß natürlich, dass ab Runde 3 wir schauen sollten, dass wir aus dem DRS-Fenster draußen sind. Ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber mal schauen. Leclerc schaut unfassbar stark aus. Der hält da auch wirklich gut mit und scheint dann doch schwieriger zu werden als gedacht hier. Aber mal schauen. Vielleicht können wir mit unserem Kurvenspeed hier überzeugen. Ich weiß natürlich, der Fullspeed Sektionen sind jetzt nicht gerade die Stärke vom Mercedes Motor, aber boah, dass da keine Verwarnung gegeben hat, das wundert mich. Ich habe aber auch 2 Zehntel verloren, also deswegen muss ich auch sagen, das war doch gerade so gut. Jetzt aber hier mal durch die ersten Runde noch die letzten paar Kurven und gerade ihr seht es auch in diesen Fullspeed-Segmenten, da holt Schal auf wie kein anderer. 3 Zehntel sind es jetzt nur noch Rückstand und Leclerc ist wirklich schnell. Da habe ich wirklich Angst, dass er uns jetzt schon auf der Geraden überholt, auch noch ohne DRS-Hilfe. Müssen wir echt uns richtig bemühen. Gerade der Exit aus der letzten Kurve wird rennentscheidend sein. Hier jetzt mal in dem Fall sprintentscheidend, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Es ist eine Strecke wie keine andere. Der Reifen wird hier richtig beansprucht. Ich weiß es von den vergangenen Rennen. Ich überlege auch immer im Rennen, ob ich von Gelb auf Weiß oder von Rot auf Weiß gehe. Oder doch die rot-gelbe Variante nehmen will. Jetzt gucken wir uns aber mal den Sprintstart an. Der Start an sich war eigentlich sehr toll von uns. Und ich sehe auch, dass der Mercedes gestanden ist und der Alpine da hinten. Halleluja. Ja, ich konnte da wirklich den größten Vorteil rausnehmen, weil der zweite Ferrari mal ein bisschen gebraucht hat, um an dem Mercedes vorbeizugehen. Und dadurch ist auch Leclerc
der Lachende gewesen, denn er war ja da direkt neben uns und konnte da angreifen ohne Probleme. Hier haben wir nochmal das, genau, da war dieser Abkürzer, da bin ich ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen, 1,4 Sekunden konnte ich mich hier schon ein bisschen freifahren. Ja, Sainz hat ein bisschen die Strategie verkackt, der ist auf den gelben Reifen ins Rennen gegangen und vielleicht hat er am Schluss dann doch die besseren Karten, aber aktuell ist es natürlich mal Jamau. 7 Runden ist halt doch eine Hausnummer mit dem roten Reifen auf einer Strecke wie Katar. Ja, muss ich echt zugeben, das war High Risk, aber wir wissen ja, no risk, no fun. Ich meine, wenn ich mit den gelben gestartet wäre, hätte ich mir die Pole eigentlich ersparen können, denn dann wäre Leclerc das safe an uns vorbeigefahren. Im dritten Sektor ein bisschen Zeit verloren, aber eine 1.19.7 muss ich sagen, das ist schon wirklich verdammt schnell. Wir werden auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal spoilern, in der nächsten Season den Motorhersteller wechseln. Ich werde zu Ferrari oder zu Red Bull gehen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wem ihr lieber haben würdet. Aber ich glaube, es ist sowieso eher Kufelkatscht, weil ja, wir haben so und so den Vor- und den Nachteil. Ich muss ja so und so das und das Auto upgraden. Es ist halt nur interessant zu wissen, welches Auto da wirklich den größeren Top-Speed hat. Die Strapazierfähigkeit ist ehrlich gesagt egal. Jetzt aber hier zurück in den Sprint. Wir sind in der vierten Runde. Lewis Hamilton ist jetzt aktuell Zweiter. Der ist an Charles Leclerc vorbeigegangen. Ist 2,2 Sekunden in Runde 4 hinter uns. Purple im ersten Sektor. Aber das werde ich nicht mitretten können. Der erste Sektor mit an, der, ja, würde ich mal sagen, unser Auto besten passend. Also gerade der zweite und vor allem der dritte Sektor, wo ja diese ganzen Full-Speed-Passagen sind, da bin ich eher mo. Hier gucken wir uns noch einmal ein paar Replays an. Außer Runde 2, da jagt uns Charles Leclerc. Oder ja, er huscht uns hier ein bisschen durch. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, was für eine Pace der hat. Und gerade auf diesen Full-Speed-Segmenten, wir haben es gesehen, der ist so schnell. Sechste Runde mittlerweile. Und ich bin auf 1,4 Sekunden herabgefallen. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe vielleicht die ersten paar Runden die Reifen ein bisschen zu hart drangenommen, denn es ist jetzt wirklich schwierig, die Pace aufrecht zu halten und gerade gegen Konkurrenten wie Hamilton, der hat ja auch ja, so ein bisschen das Zeug zum Reifenflüstern und wir müssen da jetzt tatsächlich, beten ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, der hat da schon ein paar Zehntel aufgeholt, fast eine Sekunde ist da jetzt schon weniger, 1,4 Sekunden jetzt in der letzten Runde, es sind nur noch 1,6 Sekunden, aber es ist auch nur noch ein Sektor, der uns fehlt, um unseren Sprintsieg hier feiern zu können und einen weiteren Schritt, den zweiten Weltmeistertitel, entgegenzukommen. Die letzten Rennen liefen alle perfekt. 1,4, 1,3, 1,2. Ja, das wird noch einmal eng. Hoffentlich kommt nicht ins Leersfenster. Sonst wird das, glaube ich, impossible, ihn hinten zu halten. Aus der letzten Kurve raus, immer ein bisschen Zeit gut gemacht. Und wir werden hier allen voran den Sprint gewinnen. Oh yeah! Und starten auch im Hauptrennen von der Pole. Gucken wir uns mal an, wer so neben uns starten wird in der Starterstellung. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Sainz, Russell, Perez, Albon, Ocon, Verstappen, Gasly, Bottas, Stroll, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Doohan, Sargent, Magnussen, Drugovic, Liam Lawson, Joe, De Vries und Yuki Tsunoda. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun in der Startaufstellung zum Sprint, zum Hauptrennen. Und lights out und let's go! Lewis Hamilton diesmal neben uns, aber Charles Leclerc, der hat einen bombastischen Start. Da kommt doch Hamilton neben uns in Turn 1 rein, geht sich noch gerade so aus. Jetzt kann außen der Leclerc an Hamilton vorbeigehen und jetzt haben wir die gleiche Konstellation wie beim Sprint vorhin. Die ersten drei Leute sind exakt die gleichen, nur Carlos Sainz hat ein bisschen beim Start verloren und wir sind jetzt immer noch führender. Doch ich habe die, ja,
blöde Vermutung, dass die hinter mir richtig, richtig assgeierig sind. Also die sind wirklich schnell, auch Leclerc, der drückt ja an. Das einzige Gute, was mein Auto im Vergleich zu den anderen Autos hat, ist, dass wir aus den Kurven, aus langsamen Kurven sehr, sehr gut rauskommen, und das ist wirklich eine große Stärke des Mercedes-Motors und vor allem auch des Audis. Jetzt 8 Zehntel, 7 Zehntel, ja, da aus diesen, wie gesagt, langsamen, mittellangsamen Kurven kommen wir sehr gut raus. Fullspeed-Kurven, ja, da fehlt es mir einfach wirklich an Speed. 6 Zehntel jetzt Rückstand von Leclerc. Oh, da komme ich weit neben die Strecke. Und da wird auch der Exit jetzt nicht perfekt werden, denn ich musste ein bisschen korrigieren und da wird es dann immer ein bisschen schwach mit den Leistungen. Jetzt mal aus der letzten Kurve raus. 4 Zehntel, 3 Zehntel. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit finden, denn so wird das nichts. Sainz hinten zu halten. Ah, Sainz. Leclerc hinten zu halten. Albon 5. Platz. Sehr, sehr stark. Ah, jetzt wieder mit. Der kämpft ein bisschen mit Perez aus der letzten Kurve. Glaube ich, hatte da ein bisschen was verloren. Aber generell auch die Red Bulls sind unfassbar schnell. Gucken wir uns nochmal die Start-Replay an. Und Hamilton hatte wirklich einen tollen Start. Mein Start war eher semi-gut, denn auch der Leclerc ist so nah an uns dran gekommen. Und ich konnte hier gerade noch so die Tür zumachen zu Hamilton. Der hatte da innen natürlich das Nachsehen, denn außen musste auch ein bisschen Platz für Leclerc lassen und konnte dann auch tatsächlich nicht, ja, sich da stark wehren. Jetzt mal hier 8 Zehntel. Zweite Runde. Ich muss ein bisschen was noch finden. Nur ein bisschen, minimal was finden. Und dann könnte das dann tatsächlich hier auch reichen, dass wir aus dem DS-Fenster draußen sind. Ob es für einen Sieg reichen wird heute, da bin ich mir sehr unsicher. Denn die Konkurrenz ist wirklich bärenstark. Und gerade allen voran Charles Leclerc und Hamilton, die sind so schnell. Die machen wir da ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was für eine Pace die am Tag legen. Also wirklich so, so schnell. Das ist gut. Huch, ein bisschen um die Strecke gekommen. Wir sind bereits in Runde Nummer 9. Ja, da bin ich back. Ich wollte mal ein bisschen probieren, nicht die ganze Zeit zu geschwodern, denn es ist auch wirklich anstrengend, hier durchzuhalten. Vor allem auch, weil die Reifen ab einem gewissen Zeitpunkt richtig nachlassen. Und der ist auf jeden Fall schon erreicht, der Zeitpunkt. Wir sehen es auch, Hamilton nur ganz knapp hinter uns. Also nur ganz knapp nicht im DRS-Fenster. Und ich muss mich jetzt möglich entscheiden, wann geht es in die Box rein. 10 ist das Pit-Window eigentlich erst open. Ich werde natürlich versuchen, entweder früher oder später reinzugehen, um mich vom Undercut ein bisschen zu drücken. Wäre es natürlich klüger, früher reinzugehen. Jetzt ist halt die Sache, boah, ja, die Reifen, ich weiß, ich darf eigentlich da nicht zu weit drüber, aber es ist halt wirklich ein Wahnsinn. Man unterschätzt das. Runde 9, es geht in die Box rein. Ich habe mich entschieden, früher reinzugehen, um auch den Undercut zu entgehen. Ihr seht es auch, Hamilton kommt jetzt schon rein. Und der hätte bestimmt den Undercut versucht. Russell bleibt draußen. High Genius, wie immer bei Russell. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Strategie heute beim Briten aufgehen wird. Gut,
2,3 bis 2,4. Jungs, bitte verkackt's nicht, das ist wichtig. 2,3, GG, saugut. Wie eigentlich immer die letzte Zeit. Ich weiß noch, da hatte ich am Anfang Rennen Singapur 4 Sekunden gestanden. Also 3, 4 Rennen hintereinander, immer wieder verkackt die Box. Die wird auch immer besser. Und ja, ab Season 4 hier, musst du wirklich sagen, es ist saugeil. Wir haben fast alles erreicht. Ich bin Weltmeister, aber natürlich wäre es noch cool, wenn wir den Konstrukteurstitel für uns entscheiden könnten. Und dann würde ich mir ehrlich gesagt nur noch ein Ziel wünschen für die 5. Season. Und das ist Doppel-Weltmeisterschaft, also erster, zweiter in Weltmeisterschaft, Konstrukteurstitel und Fahrertitel. Ähnlich wie Red Bull, aber dafür brauchen wir, wie gesagt, einen neuen Motorlieferanten. Alle waren in der Box mittlerweile, wir sind erster Platz, 3,6 Sekunden. Es hat was gebracht, dass wir früher drin waren. Das Ding ist halt, am Ende des Rennens werden wir vermutlich schlechtere Karten haben. Jetzt nochmal die Replay da vorne. Ich wollte so gern gegen den fighten, aber der ist dann in die Box abgebogen. Leider, leider, leider. Und ich konnte da, ja, leider nur durch die Finger schauen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht kommt da noch irgendein Stop, irgendein Fehler, irgendwas. Und dann könnte ich dann trotzdem. Oh mein Gott! Ja, ich habe hier einen Rutsch aus der Kurve rausbekommen. Dann habe ich einmal korrigiert und konnte dann nicht mehr lenken. Also ich konnte das einfach nicht mehr aus. Alter Leute, die Reifen sind so am Ende. Es war ein Riesen. Guckt euch mal die Temperaturen der Reifen an. Die Außentemperaturen sind krass. Die sind wirklich sehr, sehr krass. Aber auch die Kerntemperaturen. Die Reifen sind sehr, sehr heiß. Und es macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen den Anschein, als ob ich ein bisschen die Reifen überstrapaziert hätte. Vor allem, ja, die letzten zwei Runden werden hier die Hölle. Russell ist auf 1,6 Sekunden rangekommen. Hat natürlich bei ihm auch geholfen, dass er zwei Runden länger draußen war als ich. Also der ist da 11 Runden mit dem roten Satz gefahren und musste jetzt nur noch 9 mit dem gelben fahren. Und jetzt ist er in der letzten Runde auf 8 Zehntel an uns dran gekommen. Boah, das wird noch einmal richtig knapp werden. Denn, oh mein Gott, ich komme um die Kurven nicht mehr richtig. Russell drückt hier an. Aber nur Russell, ihr seht Hamilton noch weiter hinten, Leclerc, die gleichzeitig mit mir drin waren. Albon 5. Platz, das wäre cool, wenn er das ins Ziel retten würde. Aber ich muss schon mit Bedacht retten sagen, denn es wird unfassbar eng, dass wir das für uns entscheiden. Aus dieser engen Kurve geht's raus, Full Speed hier durch. Und noch einmal hoffentlich unseren Faktor ausnutzen, dass wir einen guten Exit haben. Mehr oder weniger war der okay. 8, 7, 7, 6, okay. Der ist halt wirklich auch sauschnell und die Reifen sind wesentlich besser wie unsere. Die Fullspeed-Passagen, da habe ich sowieso alle Hoffnung aufgegeben. Da haben wir jetzt über 2 Zehntel verloren. Der Knick noch einmal, nicht zu weit über die Strecke. Da war ich sowieso wieder fett drüber. 4 Zehntel aus der letzten Kurve raus hier. Unbedingt einen okayen Exit haben. Der war nicht so gut. Jetzt mal raus. George Russell kommt. 4 Zehntel, 3 Zehntel. Wird das reichen, um vorne zu bleiben? 2 Zehntel. Es war nicht mal 2 Zehntel, die uns hier, ja, für den Sieg gereicht hat. Oh my goodness, ich bin trotzdem sehr stolz. Also wirklich, wir gewinnen hier Katar und das wirklich sehr überraschend. Und das wirklich, boah, war das eng. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Weht beim Grand Prix von Katar, eine unvergessliche Nacht in Lusail. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1.
Was für ein cooles Podium, beide Mercedes und wir stehen in der Mitte, nehmen 34 Punkte mit, alles was geht. Auch Albon 12 Punkte dieses Wochenende wieder und das ist ein großer Sprung. 7 Punkte sind wir nur noch hinter den Mercedes-Jungs. Das Gute für die natürlich, dass die Zweiter und Dritter geworden sind und somit auch viele Punkte mitgenommen haben. Der Weltmeisterschaft 89 Punkte vorne. Ich glaube, da ist der Weltmeistertitel eigentlich nur noch Formsache wie bei Verstappen in diesem Jahr. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr überrascht, wie stark unser Auto jetzt auf einmal ist. Also am Anfang der Season dachte ich mir so, oh mein Gott, das Auto ist noch immer noch so schlecht. Und jetzt auf einmal ist es wirklich on point da. Wir müssen nur einen Sponsor suchen. Aber wird das soll es mal gewesen sein. Ich freue mich extrem auf das Las Vegas Rennen, auch in Wirklichkeit. Was denkt ihr, wer wird da gewinnen? Folgt mir gerne auch für auf TikTok, auf itz-tobi. Auf TikTok kommt da wirklich viel Stuff online, viele News. Schaut da unbedingt gerne vorbei, viele Insider. Abonniert doch gerne den Channel hier kostenlos, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Würde ich mich auch extrem freuen, falls euch meine Videos gefallen, dass ihr ein Däumchen nach oben da lässt. Und auch auf Instagram könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr nicht genug haben könnt. Da kommen noch Clips, Bilder und so weiter online. Für heute soll es nochmal gewesen sein. Danke für euren Support. Bis morgen oder später hier auf YouTube und ciao.